In der diesjährigen Let's Dance Staffel schafften es Ekaterina Leonova und Thymen Krause auf den 4. Platz. Die Profitänzerin konnte in der Vergangenheit die Show sogar 3-mal hintereinander gewinnen, ihre Choreografien werden immer wieder von der Jury und dem Publikum gelobt. Für das Finale reichte es dieses Mal zwar nicht, Thymen und Ekat machten derweil aber klar, was sie dennoch für ein gutes Team gewesen seien. Während der Let's Dance Staffeln gibt es immer wieder Liebesgerüchte rund um die Tanzpaare. Zuletzt wurde wild darüber spekuliert, wie es um die 36-Jährige und Thymen stehe. Im Zuge dessen gab es auch Paparazzi-Bilder, die beide in Köln zeigten. Derzeit bereitet sich Ekat auf die große Profi-Challenge vor. Dort tritt sie gemeinsam mit Alex Andrew-Ionel an. Der Tänzer machte jetzt plötzlich im Training eine pikante Andeutung in Richtung von Ekat. Ekaterina berichtet von Begegnung mit Paparazzi. Kurz nachdem der diesjährige Dancing Star gekürt wurde, müssen die Profis schon wieder auf dem Tanzparkett stehen. Denn am 26. Mai treten die 9 Profi-Tanzpaare gegeneinander an. Auf Instagram nehmen Ekaterina und Alex Andrew ihre Fans bei den Proben mit. Bei den jüngsten Stories wurde schnell klar, wie kräftezehrend das Training dafür ist. Ekat betonte, wieder Vollgas zu geben. Sie offenbarte aber auch, es tut echt alles weh. Während die beiden im Studio standen, wies Alex Andrew Ekat darauf hin, dass jetzt keine Zeit für Stories sei. Prompt kam die Tänzerin auf einen Vorfall zu sprechen, der sich vor dem Training ereignete. Sie meinte, das ist heute meine 2. Story, die andere war von heute Morgen. Ich habe nichts gepostet, obwohl wir heute von Paparazzi gefilmt wurden. Alex Andrew fragte sie daraufhin, was haben wir gemacht? Im Anschluss machte er sich darüber lustig und deutete Küsse an. Alex Andrew kommt auf Thymen zu sprechen. Ekat entgegnete. Ja klar. Tatsächlich sind wir aus dem Taxi gestiegen. In einem Auto saß jemand mit so einer großen Kamera. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Ich weiß nicht, was sie erwartet haben. In diesem Moment antwortete der Tänzer plötzlich. Ich heiße Thymen. Ekat fing laut an zu lachen und hielt ihre Hand auf Alexandrus Gesicht. Somit wird einmal deutlich, dass die Liebesspekulationen rund um sie und den Mentalisten nicht an den Let's Dance Stars vorbeigegangen sind. Ekat konnte jedoch über den humorvollen Umgang mit dem Thema lachen. Alex Andrew ist definitiv vergeben. Der Profi ist seit 2022 mit Tänzerin Patricia Ionel verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.